Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Ja, wir sind in einer neuen Folge. Gestern habe ich leider nichts gemacht und vorgestern auch nicht. Wobei gestern habe ich geschlafen, wobei gestern für mich heute ist. Was fährt da durch die Gegend? Protektor, ach so. Und ja, ich muss gleich schlafen gehen, deswegen dachte ich, nehme ich nochmal schnell eine Folge auf, damit wir für heute etwas haben. Weil sonst finde ich das doof, wenn ich da nichts bringe. Gut. Wo sind wir gerade? Hier. Wir wollten von hier nach. Nein, die Wendigo-Quest ist weg. Oder? Nee, alles gut. Ist er da. Gut, weil wir gehen jetzt sowieso jetzt in die Ecke da hinten hin. Können wir auch kurz, kurz den Wendigo platt machen. Ach, das wird eh nichts. 43. Was soll's? Ich hab das Geld, Leute. Ich hab das Geld. Ich bin reich. Also, ich mach mir da keinen Kopf. So, und dann gucken wir heute, ob wir ein Wendigo platt machen können. Ich hätte meine heftige Waffe mitnehmen sollen, ne? Na gut, wir gucken mal, wie stark der ist. Und dann zur Not gehen wir noch kurz nach Hause. Verschwenden noch 1 Milliarde Kronkorken. Untersuche die Hütte. Hey, wo willst du hin? Ach, guck mal, da ist der Piepeini. Ist das jetzt meine Schrot? Das ist meine Schrot. Wie soll ich meine Rüstung hier? So, sei leise. So, wollt ihr die wöchentlichen Codes haben? Hier. Da. Weiß nicht, ob das Glück von mir ist, dass ich das ständig finde oder ob die wirklich in jeder Ecke rumhängen. Braucht man so viel, vielleicht braucht man ja irgendwie 10 Codes oder so. Ich weiß es nicht. Wenn wir vielleicht dann herausfinden, wieso, was, warum, was ist das hier für eine Hütte? Was hier an dieser Hütte so interessant ist, was hier ein bisschen Munition ist. Und ein Mikroskop. Und ein OP-Tablett. Und, Reagenzglas und so weiter. Aluminiumdose, das nehme ich auch noch mit. Ja, das war's schon. Oh, da steht gerade irgendein Name. Shelby's Terminal. Shelby a Rogue. An mehreren Orten wurden Bewegungen erfasst. Ausgelöst sind Sensoren 3. Große Kreatur, Größe der Kreatur, groß. Oh, Kryptiden. Snallygaster, das kennen wir schon. Haben wir das nicht schon angeguckt? Ja klar, wir hatten ja die Hütte hier gesehen. Wir sind ja jetzt hier hergekommen. Daten hochladen. Ach so. Oh, die Königin der Jagd. Tagebuch kennen wir wahrscheinlich alles. Bewegung erkannt, ja. Okay. Das ist übrigens das Snellygäste. Da. Komm, da ist das Snellygäste. Gut, vielleicht werden wir das heute auch noch machen. Mal gucken. Haben wir das nicht schon mal gemacht? Ich glaube, das haben wir schon mal gemacht. Ich kann mich irgendwie an sowas erinnern. So. Und da, wo wir jetzt hingehen, da sollte auch im besten Falle bereits ein Clownskostüm sein. Frage ist, ob er uns jetzt schon vorher angreift oder ob wir dann einfach flüchten. Der Schrott sieht auch völlig aus. Ich weiß noch nicht, was mich erwartet bei diesem Wendigo. Ich weiß nur, dass ich meine Augen offen halte nach Fluchtmöglichkeiten. Nach Dingen, wo ich raufspringen kann, vielleicht. Oh, hi. Hier ist schon wieder so ein Pipaini. Da kannst du mir doch nicht erzählen, dass hier so viele Codes hier rumlaufen.
Anscheinend ist es das Einfachste, die Codes zu kriegen. Aber irgendwas Schweres muss es ja eigentlich daran geben, ne? Wenn es ein paar Stunden dauert, bis so ein Server dann irgendwann kaputt gesprengt wird. Erzündes Monster von Grafton. Du bist nicht der Wendigo. Mach keinen Scheiß, Junge. Verzieh dich da. Dem will ich mich nicht anlegen. Ich bezweifle, dass du das Wendigo bist, den ich suche. Aber wenn der hier in der Nähe ist, ach Gott. Dann ge gegen den und den Wendigo. Oh, du siehst mich nicht. Nein, du siehst mich nicht. Und kannst diesen Code haben, wenn du willst. Toll, jetzt muss ich auch noch aufpassen auf den Dingen, ey. Oh! Überlebt, scheiße. Headshot! Also wenn der Wendigo auch auf Stufe 50 ist, was er ja eigentlich sein müsste, weil er eins dieser legendären Monster ist, habe ich ein Problem. Oh, guck mal, da schwebt irgendwie noch ein Stück Gehirn. Scheiße. Schlechtes Timing. Ja, momentan die Augen und Ohren offen wegen dem Wendigo. Ich weiß nicht, wann der kommt. So, aber hier sollte ja irgendwo das Clownskostüm sein, ne? Wasser, ja, komm, wie soll ich nehmen wir mit? Fleisch und Bohnen, Musik, die mir meine Monetarisierung versagen. Ach, guck mal. Rezept Blähfliegen Hackbraten. Mega Faultierlenden. Oh ne, Lende. Lenden, aber ich denke mal, es wird auf selbe hinausgehen. Ich glaube, hier wird mir einfach nur angezeigt, dass hier irgendwo das Clownskostüm ist. Ja, da, guck mal. So. Noch den Clownshut. Okay. Bin bereit für diese Party. Wo ist das Wendigo? Ja, der ist nicht mehr hier, okay. Oh, ich sehe schon, okay. Ist das nicht besagte Höhle, wo die Kackbratze war? Nee, die war woanders, oder? Die war hier unten irgendwo, glaube ich. War die nicht hier irgendwo? Okay, hauen wir von diesem komischen Grafton-Monster ab. Vielleicht sollten wir eher. Warte, 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 warte. Was ist das? Zugesammelt Knochenmehl. Das macht's nicht einfacher, Leute. Das macht's nicht einfacher. Gummibonbons auch hätte ich gar nicht erst mitnehmen müssen. Sowieso Kacke. Ich hätte ja schon Lust, mich mit dem Monster mal anzulegen und zu gucken, wie viel Damage ich mache. Allerdings müsste ich dann sehr weit laufen, bis ich dann mich teleportieren kann. Aber ich finde es cool, dass es so Collectibles gibt. Wieso ist das hier immer noch so hell?
Hier hat er irgendwas hingeworfen und seitdem ist hier die Farbe. Oh, guck mal, da hinten ist er. Hä? Ist mich verarschen? Ja, nö, passiert nichts. Oh mein Gott! Den kriege ich. Den kann ich kriegen. Ihr müsst nur ins Haus laufen. Er ist zu fett dafür. Oh mein Gott, die Tür ist ja. Oh Gott, die Tür war ja hier hinten. Oh shit. Habe ich schon Ruhe gelassen? Oder ist er jetzt abgehauen? Ich glaube, der sieht mich nicht. Ich weiß nicht mal, wo da sein Kopf ist. Okay, offensichtlich habe ich den Kopf getroffen. Erzürntes Monster von Grafton. Nicht cool. Du passt hier nicht rein, oder? Du passt hier nicht rein, oder? Du bist auch zu fett dafür. Er kann hier nicht mehr reinwerfen. Easy. Kronkorken, Splittergranate, klebiger Teer, überschüssige Säure, Öl. Und irgendwie eine Rüstung. Gut, geil ist jetzt was anderes, aber hey. Ist nicht schlecht. Und wir haben ihn erledigt. Oh, ich bin begeistert. Es war leichter als gedacht. Ja gut, hätte ich jetzt keinen Ort zum Verstecken gehabt, wäre es natürlich ein bisschen schwerer gewesen. Hätte ich irgendwie andere suchen müssen. Aber wir haben es geschafft. Wie weit weg ist es jetzt bis da hinten hin? Ach, das ist die Höhle. Ah, okay. Ja, ist schon so eine Ecke, ne? Ja, komm, reisen wir mal hier. Ich hab das Kraftmonster erledigt, Freunde. Eins der legendären. Und der war Level 50. Und der war irgendwie erschreckend einfach. Mir egal. Ich nehme das gerne so hin. Ich sehe schon die Überschrift. Zero erledigt. Legendäres Monster. Es hört sich nicht so episch an, ne? Das Monster von Grafton. Am Arsch. Wieso? So, muss ich an den Mutis vorbei? Nein. Ich muss in die Richtung. So, wenn der Wendigo jetzt genauso einfach wird. Ah, habe ich zwei legendäre Viecher an einem Tag erledigt. Produktiv. Muss ich schon sagen. Weil ich mir ehrlich gesagt den Kampf mit so einem legendären Viech irgendwie, weiß nicht, legendärer vorgestellt hätte. Ich muss nach einer Fluchtmöglichkeit suchen. Ich will im besten Falle nicht umgebracht werden, Leute. Das ist mein Ziel. Leuchtende Red Kröte? Echt jetzt? Oh Gott, du bist ja groß! Ich glaube, das noch mehr. Alpha Red Kröter, aber du bist nur 28. Bist du verkrüppelt? Verdient. Okay, ich treffe viele neue Kreaturen.
Das freut mich. Endlich mal ein bisschen auf was Aufregendes. Wow. Naja. Habe ich mir mehr vorgestellt zu bekommen. Von so einem Raider Power Helm. Fröschchen? Ah nein! Verzieht euch! Ihr seid zu laut. Ihr nervt immer. Oh, so viel Wasser. Wasser. So, und ich glaube, mit 50 kriegen wir dann das Schloss knacken Stufe 3, oder? Ist. Ja. So, Silbermedaillon, Jagdgewehr. Ich wäre froh, wenn ich hier irgendwas auseinanderbasteln könnte. Wir haben nämlich unser Tragegewicht gerade erreicht. Raider Power Helm. Verhindert Schäden und Krankheiten durch Gefahren aus der Luft und aus dem Wasser. Kann ich mir das Ding angucken? Mensch, ich hätte mal was Uniques gefunden. Abgekochtes Wasser. Hundefutter aus der Dose, Kujibons, Fleisch und Bohnen. So. Ich meine, ich mag ja diese Musik, aber ich finde es gar kein, dass sie überall anders. Okay. Nichts einzusammeln. Gereiftes Maya der Königin Steak. Oh Gott, hier geht's Maya der Königin. Ach, ich bin jetzt überladen, ne? Es ist blöd. Oh, das war schon bekannt. Naja, gut. So, gibt's hier irgendwas zum Rumbasteln? Das wäre echt großartig. Okay, ja, wieso nicht? Ist gar nichts drin. Schade, keine Bastelwerkstatt hier, ne? Ja, dann werfe ich halt irgendwas weg. Schade. Und irgendwie versagt jetzt meine Stimme. Kommt das, weil ich tagsüber geschlafen habe und nicht nachtsüber? Will mein Körper sich jetzt dafür rächen, dass ich geschlafen habe, statt gezockt zu haben? Na gut. Werfen wir halt ein Jagdgewehr weg. Und laufen mal weiter in Richtung Wendigo. Das Wendigo. Ich bin gespannt, wie er hier aussieht. Denn als ich nach Wendigo gegoogelt habe, kamen nicht die Wendigos raus, die ich bei Until Dawn gesehen habe. Das heißt, die haben sich ihre eigenen Wendigos ausgedacht. Vielleicht kommt er so von oben auf mich raufgesprungen. Pah! Tot. Was war das? Achso. Ach! Ich habe übrigens auch einen Kommentar bekommen, und zwar... Nein, das wollte ich nicht. Nein, das wollte ich nicht. Wenn wir hier auf die Challenges gehen... pflücke Blumen. Da kann ich dann direkt drauf gehen und dann steckt da pflücke Ascherosen. Blutblätter, Karottenblüten, Fieberblüten, Farnblüten. Ja. Sammle Baumaterial, verwerte Schrott, um Aluminium herzustellen. Verwerte Schrott, um Beton herzustellen. Verwende Schrott, um Kupfer herzustellen. Dünger sammeln und hast du nicht sehen. Töte Kryptiden, während du ein Laserplasma oder Energiewaffe ausgerüstet hast. Ah, nö. Das ist mir jetzt zu doof, ganz ehrlich. Ich habe nichts Starkes, was Laserhaftiges ist. Ich werde es früher oder später sowieso schaffen, also von daher. Machen wir uns jetzt keinen Stress. Dieser Kryptide hier, der wird fertig gemacht. Wendigo Höhle. Okay. Wie kommen wir denn in diese besagte Höhle? Denn ich hoffe, die Höhle ist nicht groß. Ich hoffe, er sitzt da irgendwo. Keine Fluchtmöglichkeit.
Eventuell müssen wir später wiederkommen. Es sei denn, ich one-shotte den Typen, aber so aufs Härteste. Wir müssen auf die Knochenspiele hier aufpassen. Ghule? Nicht, womit ich gerechnet habe. Dachte, da sind jetzt zwei Wendigos. Erkennungsmarken. Oh nein. Hier haben sich Soldaten ja geflüchtet und sie haben sich gegenseitig gegessen und wurden dann zu Wendigos. Ich sehe, was hier passiert ist. Sie haben sich gegenseitig gegessen. Hier, nimm du meinen Arm, ich nehme deinen Arm. So hörte sich das gerade an. Hey, lass uns Arme tauschen. Oh Mann. Noch mehr Erkennungsmarken. Soldaten waren es gewesen. Wendigo-Höhle, Soldatengeschichte. Ich glaube, ich spreche das zum ersten Mal aus. Klingt seltsam. Nachdem die Bomben eingeschlagen waren, suchten die Leute nach Antworten. Und ich sagte ihnen, keine Sorge, Hilfe ist unterwegs. Jetzt ist mir klar geworden, dass niemand mehr da ist. Der Winter war brutal. Er fing ein paar Wochen nach den Bombeneinschlägen an und scheint nicht mehr aufzuhören. Verdammt. Vielleicht gibt es jetzt nur noch Winter. Ich kenne diese Höhle noch aus der Grundschule. Die Kinder nannten sie Wendigo-Höhle. Damals hatte ich furchtbare Angst davor. Jetzt ist sie das Einzige, was uns am Leben hält. Wir bleiben hier, um die Kälte zu überstehen. Danach gehen wir wieder raus. Die Männer vertrauen mir, dass ich für ihr Überleben sorge. Und bisher habe ich sie nicht enttäuscht. Hoffen wir, dass es so bleibt. Habe ich endlich Licht an? Nein. Okay, also doch nicht. Ich habe gedacht, irgendwie. Es ist. In Until Dawn hieß es halt. Oh Scheiße, ich war nicht versteckt. Okay, das erklärt, warum der Typ gerade auf mich zugerannt kam. Ich dachte, es geht hier um die Geschichte, wie die Wendigos entstanden sind hier in dieser Höhle. Vorsicht, wenn da gleich der Wendigo ist, dann muss ich das jetzt ganz vorsichtig angehen. Oh ja, guck mal. Ne, du bist wieder gut, Pirscher. Das sah gerade aus wie der Wendigo. Hier sieht alles aus wie der Wendigo. Oh Gott, ich will nicht sterben. Eine Folge packt mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen. Wird sowas vom Flüchten, wenn der Schaden macht. Leuchtende Hausratte, so leuchten siehst du nicht aus. Ist das dein Kopf oder dein Hintern? Erschreckend. Ich glaube, der war unter der Erde. Es war der Kopf. Scheiße. Ich versuche auf Fußspuren zu achten und zu gucken, dass sich die nicht anders anhören, als sie sollten. Wie das da zum Beispiel. Hört sich nicht gut an. Gott, ich will hier nicht sein. Wendigo?
Okay, jetzt weiß ich zumindest, was hier die Geräusche gemacht hat. Oh Gott, wenn hier gleich irgendwie so ein Maillock aus dem Boden rausspringt. Ich will mich nicht wieder so erschrecken wie damals. Indigo? Maillock König. Alter, ich hab dir den Schwanz getroffen. Heilige Scheiße. Komm nicht zu mir. Erst wenn du halb tot bist, bitte. Ich hab gehofft, mehr Schaden zu machen mit der Shotgun. Oh Gott. Wie ich bin überladen. Ach nein. Das ist ein schlechtes Timing zu überladen sein. Okay. Wir haben heute sehr viele neue Kreaturen getroffen. Ich gehe jetzt noch ein Stück, weil wir hier gleich nicht den Hans-Dieter finden. Okay. Dann gehe ich nochmal zurück und lege die Sachen ab. Entdeckt? Du leidest an Flattern. Oh, hi. Bauplan, lange Unterhose, okay. Raider-Notiz. Die Jungs und Ka ich kamen hierher, um diese Psychopathen Morris zu erledigen. Diese Schritte. Kam ich nicht von hier? Das sieht gleich aus. Mit dem Preis, der auf seinem Kopf ausgesetzt war, hätten wir für den Rest des Lebens ausgesorgt gehabt. Und wenn selbst die Gourmets jemanden für verrückt halten, muss dieser jemand unbedingt aus dem Verkehr gezogen werden. Ich hätte die Geschichten über diesen Ort glauben sollen. Es stinkt hier überall nach Tod und alles, was noch lebt, will uns an den Kragen. Trotzdem lief es eigentlich ganz gut. Bis ich diesen verdammten Beinbruch hatte und mich diese Arschlöcher zurückließen. Die Dunkelheit macht mir eigentlich keine Angst, aber ich könnte schwören, dass mich etwas beobachtet. Ja, hätte ich auch gerade schwören können. Wenn du das hier liest, tu mir bitte einen Gefallen. Finde meine Freunde und jag ihnen eine Kugel in den Schädel. Und dann verzieh dich schleunigst aus dieser Höhle. Ich war hier auch gerade kurz entdeckt. Da kommt gleich irgendwas hier aus dem Wasser raus. 100 Pro. Ey, dann flattern, das hört sich irgendwie so ein bisschen ekelhaft an. Ja gut, Freunde, ich würde sagen, ich gehe jetzt nochmal kurz nach Hause, lege ein paar Sachen ab, komm dann nochmal her und dann treffen wir uns hier an dieser Stelle wieder. Es sei denn, Wendigo ist hier gleich um die Ecke. Wendigo! Wendigo? Nö. Also einfach nur Maillock mit komischen Leuchtdingern auf dem Kopf. Ja gut. Haut rein, euer Zero. Tschüss.